Okay. So. Genau, jetzt wird aufgenommen. Wunderbar. Ich mache am Anfang ein kurzes Intro und Okay. das Ganze dauert ungefähr 10 Minuten. Ja, also es ist nicht so lang. Alles Wir halten klar. das immer ganz bewusst kurz, weil Leute hören sich immer eher kurze als lange Sachen an. Eben. Sehr schön. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Okay. Und auf geht's. Und plötzlich war alles anders. Sie kennen das vielleicht. Sie fahren morgens ins Büro und eigentlich ist alles wie immer. Der Job läuft, alles ist prima, erfolgreich, sicher auch im Job und Ihre Tätigkeit macht Ihnen Spaß. Sie machen das auch gerne und Ihre Aufgabe machen Sie ebenso gerne, weil Sie sie eben auch gut können. Eigentlich ist alles prima und doch irgendwie nicht. Jetzt werden einige denken, oh, geht es um Burnout? Genau, unter anderem heute. Das ist genau unser Thema. Und wir sprechen heute mit jemandem, wo ich alle Hüte ziehe, wo ich sage, das ist in Deutschland immer noch nicht ganz so einfach. Und genau das müssen wir ändern, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Herzlich willkommen, Marketingmanagerin Michaela Lütz. Hallo Nils, schön, dass ich da sein darf. Hallo Michaela, erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier hinzukommen. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt, ich habe ja eben bisher nur angedeutet, was passiert ist. Du warst ja in deinem Job, eine bekannte Firma, alles gut, Job war sicher, dein Arbeitgeber war sehr zufrieden mit deinen Ergebnissen, du hast immer gesagt, dein Job hat dir Spaß gemacht. Was ist dann passiert? Also bei mir war tatsächlich die Situation so, dass ich meinen Job eigentlich echt, wie du es auch schon gesagt hast, immer sehr gerne gemacht habe. Aber bei uns dann aber auch relativ viel Unruhe drin war. Es waren noch Führungswechsel jetzt noch da. Es war alles nicht ganz so in der Führungslinie so durchgezogen. Man hat so ein bisschen den Halt verloren. Es war ein bisschen Unsicherheit da. Und ich bin auch noch ein sehr selbstkritischer Mensch, das heißt, ich habe extrem hohe Ansprüche an mich selber, viel mehr als das vielleicht andere an mich hätten. Und das noch mit irgendwie gepaart mit auch einfach privaten Sachen, die einen vielleicht auch noch belasten, führten dann eigentlich irgendwann so dazu, dass ich gesagt habe, okay, mir fehlt irgendwie der Antrieb. Es geht nicht darum, dass ich keine Lust auf meine Aufgaben habe, das zu machen. Aber es ist einfach, diesen Antrieb dazu nicht mehr da hatte. Ich habe Sachen immer weiter rausgeschoben, die ich dann nicht erledigt habe oder nicht ordentlich erledigt habe, Sachen vergessen habe. Und das führte dann einfach irgendwo zu dem Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, so geht's nicht weiter. Das heißt, wie hat sich das, gut, Aufgaben weiter rausgeschoben? Da können ja jetzt einige sagen, das passiert doch eigentlich jedem Mal, oder? Weil jeder hat mal Aufgaben und das war jetzt ein bisschen viel, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aufgaben mal rausschieben, passiert doch irgendwie allen mal. Woran hast du jetzt gemerkt, dass da irgendwas anderes noch ist? Also ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Also wo man auch selber bei sich immer sagt, na ja, also das macht ja jeder mal. Also es ist menschlich. Unangenehme Sachen verschiebt man auch mal gerne. Ich glaube, es ist genau das der Punkt, für sich selber herauszufinden, wann ist es denn nicht mehr dieses normale, ich schiebe jetzt das mal raus, sondern ist es ein Normalzustand, dass man Ja. jeden Tag nicht mehr dieses ich mache das morgen, ich kann das jetzt nicht erledigen oder ich will das jetzt nicht erledigen und halt auch generell schon nicht mehr so, man fängt schon den Tag an, oh, Gott sei Dank, hoffentlich ist es schnell wieder rum. Das heißt, was hast du dann für dich entschieden? Weil dann, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich gehe dann jetzt mal. Wie entwickelte sich das von da weiter? Weil, wenn man jetzt merkt, irgendwas ist, was ist der erste Schritt? Geht man zum Arzt oder was ist dann der erste Punkt, wo man sagt, ich muss da irgendwas tun? Also ich glaube tatsächlich, der erste und allerschwierigste Schritt ist einfach, es sich selber gegenüber einzustehen. Es dann anderen Leuten gegenüber, sei das Familie, Arbeitskollegen oder Chef, einzugestehen, ist viel leichter, als manche vielleicht denken. Man muss selber für sich erstmal erkennen, okay, ich brauche Hilfe. Das ist nichts mehr, womit ich alleine klarkomme, sondern ich brauche Hilfe. Und ich glaube, der zweite gute Schritt ist dann einfach erstmal zu Leuten zu gehen, denen du vertraust. Das kann bei jedem jemand anderes sein. Bei mir waren es meine Eltern, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe jetzt erstmal hier und ich sage euch jetzt, ich komme hier gerade nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und dann der nächste logische Step, wirklich, den ich jedem empfehle, sucht euch jemanden, der euch professionell einfach helfen kann. Ich hatte eine super Top-Psychologin, die mich sehr gut aufgefangen hat von dem ersten Termin an. Gerade auch, wenn man an dem Punkt ist, hey, ich weiß nicht weiter. Also, wie mache ich denn jetzt weiter? Wie du sagst, man plant das ja nicht. Es entwickelt sich langsam und dann ist ein Punkt,
oh shit, es geht jetzt nicht mehr. Und wie mache ich das denn jetzt eigentlich mit der Arbeit? Weil wirklich von jetzt auf gleich alles liegen bleibt. Und man bekommt dadurch so eine professionelle Hilfe, wirklich einen guten Fahrplan, wie gehe ich denn jetzt weiter mit dieser Sache um? Und das hilft vielen, glaube ich, einfach schon sehr. Ja, das heißt, dann wird man tatsächlich auch von einer Psychologin oder einem Psychologen für mehrere Wochen krankgeschrieben oder wie läuft das dann ab? Genau, also das lief dann eigentlich so, aber ich hatte einfach mal einen ersten Termin, habe dann erstmal erzählt, so was sind so die Komponenten, woran lag es denn? Es ist ja auch bei jeder Person einfach nochmal anders. Die einen haben noch persönliche Sachen mit drin, bei manchen ist es nur die Arbeit oder es zieht sich schon länger, bei manchen ist es ein aktuelles, akutes Problem, was dazu geführt hat. Und dann bin ich zum Beispiel auch erstmal wirklich für 2-3 Wochen erstmal krankgeschrieben worden bis zum Folgetermin und wirklich einfach als Aufgabe, erstmal loszulassen. Und das ist viel schwieriger, als man denkt. Ich hatte sehr lange noch im Kopf, oh, wie mache ich das mit der Arbeit? Ich habe mich schuldig gefühlt, jetzt einfach alles liegen zu lassen, weil wir doch sehr uns an der Arbeit messen und irgendwo dann so ein schlechtes Gewissen oder ein Gefühl der Unzulänglichkeit haben. Sagen wir, okay, sind wir jetzt einfach nicht gut genug? Und da ist es einfach wirklich so, ich wurde dann erstmal krankgeschrieben, konnte wirklich erstmal zur Ruhe kommen, wirklich auch mal alles ausblenden, Handy, Social Media, alles weg, einfach erstmal zu sich finden und wieder ein Teil wieder von seinem Leben zu werden, nicht nur so als Betrachter nebendran zu stehen. Und ich hatte dann relativ schnell nach 2 Wochen dann auch einen Folgetermin, bin natürlich auch medikamentös, natürlich ein bisschen unterstützend eingestellt worden, um einfach erstmal so eine Grundstimmung, um wieder mehr Antrieb reinzukriegen, auch Schlaf. Also bei vielen ist auch ein Schlafmangel. Sie können nicht mehr schlafen, einfach so eine Sache. Ja. Mir hat einfach Schlaf gefehlt, um mal wieder eine ruhige und gute Stimmung zu bekommen. Und so führt man dann eigentlich über so ein paar Wochen einfach immer wieder betreut und begleitet. Bei mir ging das Ganze über 8 Wochen, bis ich in einem Zustand war, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich fühle mich stabil wieder, ich fühle mich wieder besser drauf, ich traue es mir zu, langsam wieder in den Job reinzukommen. Und dann habe ich wirklich ganz langsam angefangen mit 2-3 Stunden am Tag und das immer wieder stundenweise gesteigert, sodass ich selber sagen konnte, okay, geht mir das jetzt zu schnell, dann fahre ich wieder ein Stück zurück oder sage ich, okay, ich komme damit gut klar und möchte so wieder in meinen Job reinfinden. Aber das ist ganz individuell für jede Person. Manche sagen auch, okay, es dauert länger, je nachdem auch, wie schwer eben dieser Burnout oder Depression in dem Moment ist. Manche sagen vielleicht auch danach, hey, nach dieser Zeit, das war vielleicht auch alles nicht mein richtiger Job und ich orientiere mich um. Aber das ist dann was man für sich in dieser Zeit dann einfach wieder rausfindet. Ja, das heißt, weil man hört dann ja oft, dass Leute sagen, ja, vielleicht, bei dir hast du jetzt gesagt, man macht dann tatsächlich mal wirklich Pause. Das heißt, du würdest sagen, wenn Leute sagen, ja, man kann ja erstmal vielleicht so ein bisschen zurücktreten. Das heißt also weniger Social Media oder ich bleibe zu Hause und mache ein bisschen Arbeit nebenbei. Gibt ja heute Fernzugriff und so weiter. Glaubst du, dass es wirklich wichtig war zu sagen, stopp hier an dieser Stelle und wirklich komplett raus erstmal? Ja, ich glaube, dass es definitiv wichtig war. Ich habe gemerkt, wie schwierig es für einen ist. Es ist eine extreme Umstellung, weil wir daran nicht mehr gewohnt sind. Wir leben einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und für mich war es sehr wichtig, wirklich mal richtig zur Ruhe zu kommen, wieder in einen reinzuhören, zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und auch erstmal zu finden, woran lag es denn eigentlich? Sich wirklich die Zeit zu nehmen. Und das ist auch manchmal schwierig, weil es sind vielleicht auch unangenehme Erkenntnisse, die man dann irgendwie in sich findet. Wirklich sich die Zeit zu nehmen, unabgelenkt von allem anderen und auch ohne diesen Stress oder Druck dahinter zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wie ist es dazu gekommen, wie will ich damit jetzt umgehen und in Zukunft, was will ich für die Zukunft anders machen vielleicht? Und dazu finde ich, ist es definitiv wichtig, eine Zeit lang eine komplette Pause einfach zu haben, um sich nur auf sich selber zu konzentrieren. Und dann natürlich, das ist vielleicht eine sehr deutsche Einstellung, aber eine Frage, die natürlich sehr, sehr oft kommt bei sowas, was macht denn der Arbeitgeber, wenn man jetzt sagt, ich bin mal 8 Wochen weg oder krank? Das hat ja in Deutschland leider, sollte nicht so sein, aber hat natürlich in Deutschland immer, gerade mit der deutschen Arbeitseinstellung, doch immense Konflikte jetzt meistens mit einhergehen. Wie war das bei dir mit dem Arbeitgeber, mit der Umstellung, mit der Rückkehr? Wie hat sich das gestaltet von der Arbeitgeberseite für dich?
Da sprichst du tatsächlich echt einen ganz wichtigen Punkt an, der auch für mich total schwierig war, weil meinen Eltern gegenüber war das natürlich ganz einfach so, das zu sagen, okay, hey, mir geht's jetzt so und so, ich kann nicht mehr. Aber das dem Arbeitgeber gegenüber zu sagen, ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich hatte extrem Angst davor, weil ich mich auch immer stark selber, wie du sagst, so diese deutsche Einstellung stark über die Arbeit definiert habe, wenn ich da nichts leiste, dann bin ich nichts wert. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Einstellung. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich seitens Vorgesetzten und auch Kollegen super unterstützt wurde, es gut aufgenommen wurde, es gar nicht irgendwie trivialisiert wurde, sondern wirklich gesagt wurde, okay, es ist in Ordnung, nimm dir die Zeit, die du brauchst, komm wieder auf die Beine und wir freuen uns, wenn du dann wieder da bist. Aber nimm dir die Zeit, die du brauchst, sag uns Bescheid, wie wir damit umgehen sollen. Und das war ein total gutes Aha-Erlebnis für mich. Ich habe aber auch wirklich, wie du sagst, auch in Gesprächen später, als ich mit Freunden, Bekannten oder auch Arbeitskollegen gesprochen habe, auch gesehen, wie viele überhaupt mit diesem Thema schon mal Probleme hatten und wie sehr es immer noch so ein Tabuthema in Deutschland wirklich ist. Ja. Weil es sehr schnell immer mit Unzulänglichkeit, Nichtbelastbarkeit, genau, damit verbunden wird. Aber es ist es nicht so. Ich finde da immer einen Vergleich ganz schön, wie mit Vollgas mit einem Auto fahren. Das ist für eine Zeit lang, macht das Spaß, man kommt schnell vorwärts, aber wenn man das dauerhaft macht, dann verschleißt irgendwann das Material und man hat einen Motorschaden und dann ist halt gar nichts mehr. Dann kommt man gar nicht vorwärts. Wenn man aber immer mal so ein bisschen Gas rausnimmt und sagt, hey, jetzt ist mal ein Boxenstopp ganz gut, dann hält die ganze Sache auch länger und man hat wieder Elan, auch an die Sachen positiv ranzugehen. Und da hatte ich wirklich einen ganz tollen Rückhalt, sowohl privat als auch von Arbeitgeberseite. Aber man muss sich wirklich trauen. Auch mein Vorgesetzter hat gesagt, hey, ich habe gar nicht mitbekommen, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, weil du einfach nichts gesagt hast. Und viele Menschen, die so Probleme haben, auch sehr sensibel sind, das sich nicht anmerken lassen. Die sind wirklich Künstler darin, nach außen eine perfekte Fassade aufzuerhalten, weil eben die Angst da ist, oh, wenn ich das jemandem erzähle, die denken, boah, ich bin nicht belastbar, ich mache meinen Job nicht mehr gut, diese Angst eben zu haben. Und wenn man aber dann wirklich mal den Mut aufbringen, darüber zu sprechen, glaube ich, natürlich auch nicht bei allen, ich habe auch Negativbeispiele viele gehört, aber ich glaube dann, wenn man diese Negativbeispiele hat, dann muss man sich generell überlegen, möchte ich in dieser Firma überhaupt arbeiten? Ist das, das die Arbeitsanstellung und dieses Arbeitsumfeld, das ich eigentlich möchte? Und ich habe da sehr positive Erfahrungen einfach gemacht, offen auf die Leute zuzugehen und einfach da das Gespräch zu suchen. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, es gibt ja eventuell jetzt vielleicht gerade Führungskräfte, von denen wir eine ganze Menge bei unseren Zuhörenden haben, die vielleicht sagen, Mensch, woran kann ich das denn vielleicht merken? Weil ganz viele werden sich vielleicht jetzt denken, vielleicht habe ich ja Leute in meinem Team und kriege das selber gar nicht mit und vielleicht kann man ja was tun, bevor es zur Eskalation kommt. Gibt es da Frühanzeichen, wo jetzt vielleicht Führungskräfte sagen können, daran merke ich, dass bei jemandem in meinem Team irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte? Also das ist natürlich bei jedem immer unterschiedlich. Ich kann da hier auch nur aus meiner Sicht sprechen. Es fängt natürlich wirklich an, okay, ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe Sachen sehr lange rausgeschoben, regelmäßig, Sachen nicht direkt geklärt und erledigt. Vielleicht, wenn man das merkt, okay, das ist bei jemandem, fängt das an, bei dem das vielleicht vorher nicht so war, der eigentlich immer sehr zuverlässig war, immer sehr viel Elan hat, auch jemand, der eigentlich immer offen war, der dann sich zurückzieht und ruhiger wird. Das ist was. Bei mir waren großes Frühanzeichen. Ich war das halbe Jahr, bevor ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Cut, fast ständig krank. Und auch das ist schon so ein frühes Zeichen, weil einfach der Körper sagt, hey, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und wenn der Kopf nicht gesund ist, kann auch der Körper nicht gesund sein. Das sind alles so Zeichen. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, in Verteidigung auch gegenüber den Führungskräften, es ist manchmal sehr schwierig, diese Frühanzeichen zu sehen, weil auch der Betroffene selber es sich lange ja nicht eingesteht und auch sich nicht anmerken lässt. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber das sind, glaube ich, so die Punkte, wo man einfach sagt, okay, geh einfach mal proaktiv auf den Mitarbeiter zu. Einfach mal fragen, so, hey, ist alles in Ordnung gerade? Gibt es wirklich irgendwie was? Bist du mit irgendwas unzufrieden? Oder wirklich da mal proaktiv das Gespräch zu suchen. Und ich glaube, dann merkt auch der
der Angestellte, der Mitarbeiter oder Kollege dann auch einfach, okay, da ist ein Interesse da, ich kann mit dem vielleicht doch mal drüber reden, dass gerade vielleicht nicht gut läuft. Wenn jetzt Leute hier sitzen, dass sich anhören und sagen, Mensch, da treffen eine ganze Menge Dinge auf mich zu und vielleicht muss ich ja tatsächlich mal was tun. Und wir hatten das letztens in unserem Newsletter bereits erwähnt, dem wöchentlich verschickten Expert-Letter. Es haben sich jetzt eine Menge Leute während des Lockdowns überlegt, dass sie einen anderen Arbeitgeber haben wollen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht sagen, ich mache meinen Job schon gerne, aber irgendwas läuft bei mir doch gewaltig falsch. Was wären denn jetzt von deiner Sicht so die Top 3 Tipps, womit Leute mal anfangen sollten, um möglichst nicht in eine ganz schlimme Eskalation geraten zu müssen? Deine Top 3 Tipps zum Abschluss des Interviews. Also mein Tipp 1 direkt, eigentlich von Anfang an immer in seinem Alltag mal einen Tag oder mal ein paar Stunden einzuplanen, um einfach mal ganz neutral zu schauen, was ist eigentlich gerade in meinem Leben, was ich gut finde, was bei mir richtig gut läuft, was mir Spaß macht und was mich vielleicht auch unterbeschwellig die ganze Zeit irgendwo stört, bedrückt, was mich vielleicht in meiner Arbeit auch behindert und da einfach immer mal im Blick zu behalten, okay, ist das alles noch mehr positiv oder gehen da schon diese negativen Sachen eher in den Vordergrund? Und sind das Sachen, die ich eigentlich ändern kann oder ändern möchte oder eben nicht? Das ist, glaube ich, schon einfach was, um einfach selber zu gucken, okay, ist dann bei mir eigentlich gerade alles im Not? Und wirklich einfach mal Zeit rausnehmen, ohne Telefon, ohne Laptop nebenbei, ohne Fernsehen, irgendwelche Ablenkungen, was heutzutage wirklich ganz selten ist, dass man das hat. Sich einfach die Zeit für sich selber nimmt und auf sich selber wieder hört. Und auch gerade, wenn man so Krankheitsanzeichen öfter mal hat, zu sagen, okay, vielleicht, wenn das nicht nur körperlich ist, kann es auch was in was anderem liegen. Einfach auf seinen Körper wieder hören. Dann natürlich auf jeden Fall, wenn es wirklich in der Arbeit irgendwie Probleme hat, immer direkt ansprechen. Manchmal sind es auch einfach Missverständnisse. Man nimmt irgendwas anders auf, gerade jetzt in der Zeit wie Corona. Vieles wird noch über Video oder Telefon gemacht. Zwischenmenschliche Sachen, die kommuniziert werden, kommen vielleicht anders an. Vielleicht frühzeitig einmal klären. War das so gemeint oder eigentlich nicht? Und so kann man sich da auch einfach verhindern, in so eine Spirale nach unten zu kommen. Und dritter Tipp, definitiv, redet mit Leuten. Vielleicht, wenn ihr nicht direkt irgendwie zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten möchtet, einfach mit einer Person, der ihr vertraut, wo ihr wisst, okay, die sagt euch auch eine ehrliche Meinung, nicht nur das, was ihr hören wollt, sondern das, was ihr hören müsst. Und darauf basierend wirklich schauen, okay, ist das jetzt schon eine lange Sache? Und dann zu schauen, okay, kriege ich das jetzt gerade noch alleine hin, Sachen anzupassen, so dass es für mich besser läuft? Oder brauche ich wirklich eine professionelle Hilfe und dann auch wirklich offen sein, zu sagen, okay, ich stehe dazu und ich hole mir Hilfe. Ja, das sind ganz starke Tipps, die auf jeden Fall jetzt vielen mit Sicherheit helfen werden. Von daher haben wir hier eine ganz starke Folge und ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast und eben auch den Mut genommen hast, hier nach vorne zu kommen und dann entsprechend das Ganze hier auch öffentlich zu besprechen. Von daher bleibt mir zum Abschluss des Interviews noch eins zu sagen, Michaela, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte einigen damit helfen.